Wie kaum ein anderer Ort steht das Studio Babelsberg für die Geschichte des Kinofilms. Doch jetzt sind es Serien, die das Geschäft boomen lassen und das trotz Corona. Da erging es Babelsberg-Chef Christoph Fisser ganz anders als seinen Kollegen. Also der Filmproduktion insgesamt war das natürlich ein großer Einbruch. Für uns nicht. Wir haben letztes Jahr das beste Jahr der Unternehmensgeschichte gehabt, weil wir einfach große Produktionen auf dem Gelände gehabt haben und die sind auch da geblieben. Also kein Corona-Einbruch in Babelsberg. Das Studio ist aber auch ziemlich einmalig. Die Kunden? Netflix und Co. International erfolgreiche Serien wie Babylon Berlin werden hier gedreht. Dafür braucht es Budgets, die deutsche Produktionen meist nicht haben. Bislang. Wir haben jetzt gerade eine deutsche Produktion, auch die teuerste, die je in Deutschland gedreht worden ist. Auch weit vor Babylon Berlin oder so, also als Serie vom Budget. Und die schaut aber auch international aus. Für die Netflix-Serie 1899 von den Machern der deutschen, international erfolgreichen Serie Dark baut das Studio Babelsberg eine in Europa wohl einmalige Drehbühne mit riesigen LED-Wänden, die digitale Filmkulissen zeigen können. Nicht nur in Babelsberg wird so viel gedreht wie selten. Die deutsche Filmindustrie holt verschobene Drehs nach. Auch hier boomen die Serien, erklärt die Chefin der Filmförderung Berlin-Brandenburg. Wir können jetzt schon sehen, dass natürlich der Druck für serielle Produktionen hier in der Region enorm groß ist. Damit einhergeht auch Fachkräftemangel. Es gibt, also wenn man heute für eine Serie oder auch nur einen großen Film ein Team zusammenstellen möchte, ist das sehr, sehr schwierig, weil es kaum noch freie Arbeitskräfte gibt. Maskenbildner, Lichttechniker oder Bühnenbauer, sie sind derzeit sehr gefragt. Der Mangel an Fachkräften hat aber auch eine positive Seite für Frauen. Sie übernehmen jetzt deutlich öfter die Regie. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor auch bei der Gleichstellung zum Beispiel von Regisseurinnen ist gewesen, dass es so viel Bedarf gibt, dass Gott sei Dank auch Streamer und Senderverantwortliche endlich Regisseurinnen größere Budgets anvertraut haben. Auch bei den Gagen gäbe es immer weniger Unterschiede. Der Serienboom scheint der Gleichberechtigung also einen ungeahnten Schub zu geben.